Wow, das ging ja mal wieder schnell. Mann, ist man hier schnell live. Live, live, live. Ich mach die Kamera ein bisschen höher. Johnny Chimpo, der hat was geschrieben, also muss man live gehen. So sehe ich das. Herzlich willkommen zu Crackys Bastelnacht. In der dritten Auflage. Das wird mit Sicherheit die kürzeste Bastelnacht. Aber die planloseste ist es auch. Ich baue mir jetzt hier erstmal ein Testtable auf. Und dann schauen wir mal, ob wir etwas finden, um einen weiteren Retro-Rechner ins Leben zu rufen. Ich bin mir nämlich nicht mehr ganz so schlüssig, was meine restliche Mainboard-Armada hier so hergibt. Dementsprechend werden wir mal gucken. Hi Lukas Wien, grüß dich. Wir haben ein Netzteil, schon mal gut. Strom kann nie schaden. Stellen wir da vorne hin. Ja. Ein bisschen Schaumstoff darf natürlich auch nicht fehlen. Ein riesen Play-Button-Bug. Hi, Johnny, hi, Iruka. Oh, Johnny. Der Schaumstoff, aus dem die Mainboard-Träume sind. Dein Speaker darf auch nicht fehlen, damit wir wissen, was der Rechner uns sagen möchte oder auch nicht. Also was brauche ich denn noch? Ich brauche Bildschirm, für mich zumindest. Der MK Swift, moin! Direkt am Start hier. Schon mal okay, kommen wir einigermaßen mit hin. Best noch Tastatur und Maus. Ne? So, also ich habe hier spaßeshalber mal ein Dualboard bestückt, das P2BDS mit zwei Intel Pentium 3 450 CPUs jetzt drauf. Bräuchte ich jetzt noch ein bisschen RAM. Und dann würde ich mal eine Grafikkarte draufstecken, Netzteil dran und dann mal gucken, ob es uns was sagt. Sobald Twitch Bescheid sagt. Ja, letztes Mal war es ja nicht der Fall, ne? Das war ja Gemeinheit. Twitch hat es halt manchmal nicht so eilig mit dem Bescheid sagen, ne? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, das Board hatte ich mal eingepackt, um es defekt bei eBay zu verkaufen. Ich glaube, es ist nie wirklich über den eigentlichen Post hinausgekommen oder es hat nur gepiepst wie blöd. Ich bin mir nicht sicher. Werden mal gucken. Ich brauche noch ein paar Zutaten. Sprich eine Tastatur. Und eigentlich wäre noch so ein richtiger Ein- und Ausschalter auch ganz nett. Habe ich jetzt aber nicht zur Hand. Eine Grafikkarte jetzt, Arbeitsspeicher. Und dann kann man mal gucken, was so passiert. Ja. Alter Mann. Was nehmen wir denn hier? Das ist das Savage. Savage, Baby. Das ist the Victory. Zwei Karten von Elsa. Die alte Dame. Die alte Dame Elsa. Das ist doch schon mal geil. Einmal. Komme ich jetzt mit meinem Bildschirmkabel hier rum? Ich denke schon. Ja, das ist Benchtable ohne Benchtable. So würde man das, denke ich, machen. Beziehungsweise so mache ich das immer. So, hallo? Lüfteranschluss-Pins krumm. Ein lecker Lüfter auf die Grafikkarte gesteckt.
So, wo ist meine Speichertüte? Was erlaube Speichertüte? Nicht hier, nicht da, okay. Tastatur. So, um den Entertainment-Faktor zu steigern, nehmen wir am besten meine Cherry, meine PS2 Cherry in dunkelgrau-grau. Ich finde die sau stylisch, die hat nur ein Problem. Die Escape-Taste reagiert nur, wenn ich massiv da drauf hämmer. Noob Buster 85, guten Abend. Dementsprechend ist das natürlich lustig, wenn ich im BIOS einen Menüpunkt zurückgehen wollen würde. Dann müsste ich halt wie ein Wahnsinniger darauf herumhämmern. So, ich habe meinen RAM-Sack auch gleich gefunden. RAM-Sack ist gut, oder? Geiles Wortspiel. Nehmen wir uns mal 128 MB-Modul. Double-sided. Es wurde auf jeden Fall schon auf einem P2B-like Board getestet. Okay. Mal anmachen. Und wo ist der Powerschalter? Das bitte zu Hause nicht nachmachen. Das kurzschließt mit einem Schraubendreher. So, die Lüfter laufen. Hammer time. Zu oft zu doll draufgehämmert beim Zocken. Worauf jetzt? Das ist die Frage. So, ich bin jetzt direkt am Bildschirm dran. Das heißt, theoretisch müsste ein Bild kommen. Es sei denn, ich habe jetzt das falsche Kabel angesteckt an den Bildschirm, aber das ist nicht der Fall. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Piepsen hören wir auch nichts. Schweinerei. Ja, so kann es gehen. Zu drauf, ach ja, auf die Tastatur gehämmert, ja. Ich musste mal zurückspulen im Kopf. Wie so leicht. So, probieren wir es mal mit einer PCI-Grafikkarte. Die habe ich jetzt auch rein zufällig hier. Blub. Kein Piep ist nicht gut. Nicht so gut. Spiel nichts gut. Jetzt schaltet er nicht mal ein. Wegen der Sicherheit oder was? Das Netzteil läuft gleich los, sobald ich es anmache. Das ist auch interessant. Hängt das mit dem Bildschirm zusammen oder was? Crackys frühe Jahre. Ich war kein Rage. Ich bin. Also auf Tastatur hämmern? Das bin ich eigentlich nicht. So, hier passiert nichts mehr. Also das Dualboard, wie ich schon befürchtet habe. Das Netzteil läuft jetzt einfach sofort los. So aus Prinzip. Wahrscheinlich, weil in dem PCI eine Grafikkarte steckt. Natürlich ein weiteres Indiz dafür wäre, dass dieses Board im Eimer ist. Nö, jetzt läuft es auch einfach los. Mm-mm. Passiert nichts. Nur mal eine der beiden CPUs raus. Wenn wir das bewerkstelligt bekommen, ohne hier irgendwas abzubrechen. Manchmal ist das mit diesem Widerhaken ganz schön knifflig. Seht ihr gar nicht, ne? Voll doof. Wie regeln wir das? Jetzt sollten wir so einen heiß geliebten Karton drunter legen. So.
dann liegt das Ganze was höher. Cool, ne? So seht ihr auch, was ich hier mache. Ziehe das Stromkabel mal ab. Ach ja, Pentium 3. Manchmal könnte ich sie ja. So, einmal. Ich habe doch meine Blindenkarte hier. Wo war die? Wo warst du? Ich habe dich doch letztens irgendwo dazwischen gesteckt. Oder wo habe ich dich hingelegt? Da ist sie nicht. Ach ja, mein Chaos. Badabababa. Was haben wir hier? Pentium 2 400. Pentium 2 350. Das geht natürlich nicht zusammen einher. Wir haben noch ein paar andere P3 450 hier. Board hat Gefühle. Das ist ein P2B DS. Ein Dual-Slot-Board, also mit zwei CPU-Sockeln. Können jetzt spaßhalber mal zwei P2s draufstecken. Üben wir das mal aus. So, einmal 400er. Long. Ja, da hat man noch Kraft gebraucht. So, wo ist mein CPU-Karton? Hallo, Flasche. CPU-Karton, wo bist du? Du blöd Mann. Hab ich dich da hinten hingestellt? Ja, Mann. Ja, das hat dann so eine Wirkung wie zwei Kerne. Das siehst du schon ganz richtig, genau. Nur, dass es halt zwei vollwertige Prozessoren sind. Das ist eine Sache, die dir unter Windows 98 nichts bringt, weil Windows 98 nur einen Prozessor benutzen kann. Aber ab Windows 2000 kann man damit dann Multitasking Spaß haben. Zwei 300er spaßeshalber. Noch ein 400er. Warte mal. Rein mit dir. Zing-Zong. So. Strom dran. Eigentlich müsste ich den Jumper jetzt ändern, aber normalerweise ist der Multi ja fest, also sollte da nichts anbrennen. So, jetzt läuft der Lüfter nicht von selber los. Stecken wir nochmal die PCI-Karte rein. So. Und schalten ein. Ja, passiert nichts. Netzteillüfter läuft, aber es kommt kein Bild. Bufferalarm, Marius. Nein. Maurer-Dekolleté-Alarm. Yay. Muckel 30. Käsekrokette. Warum nennt man mich Käsekrokette? Der wackelnde Tisch? Nee, ich glaube, das waren hier die... Ich glaube, das ist hier diese Dingensummantelung von dem Netzteilstromkabel, die da so ein bisschen Terz macht. So,
Naja, okay, also ich glaube, das hat mit dem Dualbrettchen hier jetzt leider keinen Sinn. Den Eindruck, die Steckplätze werden sogar ein bisschen warm. Wir stecken nochmal die AGP-Karte rein. Versuchen es mit dieser. Die Jumperung und so, das stimmt doch alles, aber wie gesagt, meine Erinnerung normalerweise ist so, dass es Board hier auch im Sack ist. Komisch, mit der AGP-Karte läuft es an, ne? Mist, Mr. Monokel. Vielleicht die Bitrate etwas runter. Ja, das kann ich für dich gerne machen. Es ist halt Twitch. Und Twitch ist ja sehr abhängig von den Leuten, die den Internetzugang zur Verfügung stellen. Was für gute Leitungen die dann darüber und dann gehen wir ein bisschen mit der Bitrate runter. Kein Problem. Lüfter laufen, aber es passiert nichts. Gut. Machen wir aus. Was nehmen wir denn jetzt? Gucken, ob das Brett da funktioniert. Das wäre eine Alternatividee. Das nicht ganz das ist, wo ich gerne hin möchte. So. Okay, wir merken uns. Jetzt habe ich es ja auf Video. Dieses Dualboard ist höchstwahrscheinlich im Eimer. Speicher raus. Kann gleich auf das Brett da stecken. Und dann holen wir die CPUs hier raus. Insofern wir das bewerkstelligt bekommen. So. Schöne Intel Pentium 2. Die konnten noch kein SSE. Aber verdammt gut im Slot stecken. Das können sie auch. Ey. Das ist unfassbar teilweise. Hey, Cat's Place, grüß dich. Das müsste ja eigentlich Verriegelungsmodus sein, dann geht gar nichts mehr. So. Okay, den kriegt man raus. Aber ihn hier. Wo hapert's denn, mein Freund? Komm mal zu mir. Mann, ey, das ist teilweise. Steige ich da nicht durch? Verstehe ich nicht, warum es hakt oder wie auch immer. Woran hängen wir? An dem Ding oder was? Ja, okay, ich sehe. See what you did there. Einfach nur weit genug weg davon. So, okay. Hihi. Ja. Geiles Board. Ich habe auch eins davon laufen in meinem Retro-Server. Ich soll es wie Eddie machen. Ja, habe ich jetzt auch. Tolles Board. In meinem Retro-Server ist es auch drin. Bietet halt Platz für zwei Pentium 3 CPUs mit maximal 1 GHz. 1 GB Arbeitsspeicher wird maximal unterstützt. AGP zweifach, 4 PCI, 2x ISA und ein Onboard SCSI Controller ist halt auch mit drauf. Und zwei normale IDE. Das nutzt die volle ATX-Breite. War damals auch nicht so häufig anzutreffen. Ist ein super geiles Board. Und damals richtig teuer, 600 D-Mark, 700 D-Mark so in der Ecke. Dieses hier will aber leider nicht. Das hat jetzt augenscheinlich keine Defekte, aber man weiß das nicht. Auch Kondensatoren können, obwohl sie ganz aussehen, können kaputt sein. Man weiß es nicht. Total ungewöhnlich für mich, Cracky zum ersten Mal mit neuem Nasengestell zu sehen. Irgendwie ist die vorherige Brille ein Teil von Ravioli, den man nicht trennen darf. Aber weißt du, wie zufrieden, weißt du, wie glücklich ich mit meiner neuen Brille bin? Daher müsstest du dich jetzt leider an dieses Nasengestell gewöhnen, Marius. Also, ich bin super happy und es hat mir
eine Menge Lebensqualität nochmal jetzt einfach gebracht. So. Also ich fühle mich so sauwohl damit. Macht so einen Spaß. Vor allem abends ist gerade das am Bildschirm sitzen jetzt wesentlich einfacher geworden, auch wenn man dann nochmal vorhat, etwas zu schaffen, sprich ein Video zu schneiden oder so. Das geht mir gerade so leicht von der Hand wie schon lange nicht mehr. So, wir haben jetzt hier ein Micro-ATX-Board aus dem Komplett-PC. Slicer World. Ich bin gerade auf der Suche nach einem Ausgangspunkt für ein Retro-System. Ich suche nach einem Board, welches funktioniert zum einen erstmal. Und vielleicht bauen wir den Rechner auch erstmal nur im fliegenden Aufbau auf und installieren den. Mal gucken. Und ja, es soll ein Retro-System sein, was auch wieder weitergereicht wird, verschenkt wird. Ja, Lukas, wie und wann das Runterstellen der Qualität kommt, kann ich dir leider nicht versprechen. ARM 3 Plus. Ja, der plötzliche Tod, Hitoya. Das ist schwer zu sagen. Fliegend, das ist nicht gesund. Ja, das stimmt, aber du Retroscope, aber ich denke, du weißt, wie ich es meine. Ja, Hardware kann halt von jetzt auf gleich den Geist aufgeben, ne? Da muss ich nur irgendwas verabschieden, einen Chip verabschieden oder so und schon ist Schicht im Schacht. Oder es sind halt Kondensatoren kaputt gegangen und dann greift da irgendeine Schutzschaltung und es läuft nichts mehr. So, wir legen die CPUs mal auf Seide. Seide gehen. So, 450er, da oben liegt noch der 500er, ne? Den will ich gerne haben. Hat auch irgendwer professionell 500 drauf geschrieben. So. Das ist jetzt Micro-ATX-Board, welches keinen AGP-Port hat. Das ist so ein bisschen die Krux bei der Sache. Dafür hat es aber eine Onboard-Grafik. Und ich selber habe es, glaube ich, noch nie gestartet. Ich habe das auch seinerzeit erworben gehabt mit dem Gehäuse und habe den Rechner nur auseinandergepflückt. Von da an ist das jetzt hier auch eine große Unbekannte für mich. Wäre natürlich auch so ein optimales System, wo man die Onboard-Grafik, insofern sie denn zumindest 8 MB hat, weil das ist schon Voraussetzung für so ein gescheites Retro-System, mit dem man auch mal ein Echtzeit-Strategiespiel spielen will, dann ja, die Onboard-Grafik mit Voodoo 2 SLI zu kombinieren. Onboard-Sound ist sogar ein Creative-Chip. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt ist aber die Frage, ob der P3 da drauf läuft. Und die Frage ist jetzt, wo schalte ich dich ein, mein Freund? Hoch die Hände, Wochenende. Ja, Mr. Tarantoga, freut mich. Ich weiß nicht, ob du den besten Stream heute erwischt hast, aber sehr, sehr gut. Freut mich. So, das ist COM2. COM2, COMRAD. COMRAD und Wiese. Hier ist wahrscheinlich der Ein- und Ausschalter. J9, J3. Das ist sau, sau dumm. Ah, hier ist es beschrieben. So. J9H2. J9H2. Wo soll denn dieser Block sein? Das muss doch eigentlich das hier sein, oder nicht? Ja, J9H2, das ist es auch. So, okay, wir kriegen das raus. Wo ist Pin 1? Wo ist der verflixte Pin 1? Soll dieser kleine Pfeil den Pin 1 markieren? Dann wäre 1.3 die HDD-LED.
2,4 da drüber die Power-LED. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann sollten das die beiden sein. Wir sind gespannt, was passiert. Noch passiert nichts. Oh, er lief schon mal kurz an. Das habe ich noch nie gehört, sowas. CPU nicht unterstützt. Beep, 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 beep. Das habe ich noch nie gehört, sowas. Jetzt haben wir mal ein Pentium 2 drauf. Würde ich jetzt vorschlagen. P2350, hier haben wir P2400. Das ist der Code zur Selbstzerstörung. Morsezeichen aus der Vergangenheit. Moderner. Der Keimer sagt BIOS-Fehler. Das ist faszinierend. CMOS-Jumper vielleicht gesetzt oder so ein Scherz? Nein. Damn! Das schreit nach Handbuch. Ja. Problem ist, wie schreibt man beep, 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 beep? Das ist, was ist das? Beep, 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 beep. Fünfmal kurz, einmal lang. Doktor, der Patient stirbt. Was haben wir denn hier für ein Brett? Was ist denn das? Das ist ein Intel SR440. Vielleicht ist das ja so ein Brett, was die 100 MHz FSB CPUs gar nicht unterstützt. SR440 Chipsatz, meine Damen und Herren. Seid meine Google-Hilfe. Ich hätte nichts dagegen. Okay, dann nehmen wir also einen 300er. Womit wir schon in Leistungsregionen wären, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Also so weit zurück in die Vergangenheit wollte ich jetzt eigentlich nicht. Na komm schon. Nvidia-Grafik maximal P3. Okay. Nvidia-Grafik. So hat es einer bei eBay. Ja, okay. Hier soll eine Nvidia drauf sein. Schon mal kein Piepsen mehr. Aber auch kein Bild. Das ist ein Steno BX.
unterstützt da vielleicht auch den Speicher gar nicht. Wir haben jetzt schon mal eine Veränderung erlangt, ja? Er piepst jetzt nicht mehr wie wild. Sondern gar nicht mehr. Machen wir mal ein 64er Modul drauf. Von 64er Double-Sided habe ich tatsächlich nur zwei Stück. Skandal. Braindead TV. Moin. Ich bin im Moment auf der Suche. Ich bin auf der Suche nach einer Basis, mit welcher ich ein neues Retro-System bauen kann, wenn man so will. Ja. Aber sonderlich gesprächig ist die Hardware bisher heute noch nicht. Wir haben noch kein Bild gesehen. Mr. Monokel hat da auch etwas gepostet. Seite 94. Achtung, Stream Lag incoming. Okay. Also Memory not installed, sagt er dann auch. Alte Voodoo, also ich habe hier noch Voodoo Banshee Karten. Vielleicht funktioniert der P2 ja auch nicht. Rumfliegen halt, ne? Also verbaut habe ich einige Voodoos, einige Voodoo 3s, eine Voodoo 5. Also die 5500er und nochmal den P3500 draufstecken, spaßeshalber. Und eine Voodoo 4, die liegt aber brach, weil die irgendwie so ein bisschen zickig ist. So, vielleicht nochmal befeuern. 16 MB TNT 1 drauf. Das ist ja nett. Also das Piepsen ist weg, aber Bild haben wir auch nicht. Ja, weil es hat mich schon gewundert, dass das Board halt hier zum einen einen Kühlblock hat für die Grafik und halt auch ganz offensichtlich Speicherchips daneben. Also wäre das ja schon mal geil. Das wäre ein super geiler Unterbau für den Voodoo 2 SLI. Aber wenn das Brett natürlich nichts macht, das ist dumm. So, wie ist denn hier CMOS Jumper? Normal und Config. Normal ist 1.2, dann gehen wir da mal wieder drauf. Hallo? Das ist für CMOS Jumper hier. Es passiert was. Intel Pentium 2 Prozessor, 500 MHz. Es ist ein P3 500 drauf. Ja, ich habe jetzt ein 64er Modul, 64er Double-Sided drauf gemacht. Ich hatte vorher ein 128er Double-Sided drauf, jetzt habe ich ein 64er Double-Sided drauf. Wir haben ein Bild. F1 zum Fortfahren. Speichergröße verringert, sagt er. Diskettenausfall, F1 zum Fortsetzen. Das ist, glaube ich, so ein richtig geiles Medium-Board. Ja, Fehler beim Bootvorgang. Start. Allein, dass das alles deutsch ist. Eine beliebige Taste drücken.
Gibt es denn da für BIOS-Update? Ich finde das geil, weil da ist eine Creative Soundkarte auch drauf. Dann ein Voodoo 2 SLI dabei und eine Netzwerkkarte. Bist du fein raus. Und dann haben wir ein BIOS-Update, damit da auch ein P3 erkannt wird. Wenn er jetzt auf weitere Eingaben so pauschal erstmal nicht reagiert, komischerweise. Also auf den Klammeraffengriff nicht. Grafikkarte macht auf jeden Fall schon mal Wärme. Stecken wir doch spaßeshalber mal ein 256er Speichermodul drauf. Gucken wir mal, was dann passiert. Du hast dein erstes Mainboard an die Wand genagelt. Nee, zu viel Geld in der Jugend gehabt auf jeden Fall nicht. Viel ist jetzt tatsächlich eBay Kleinanzeigen, als das Portal noch taufrisch war. Ging da ein Gude. Und halt auch bei eBay ein bisschen bestellt und bei Computerläden einfach mal vorbeigetängelt. Hallo gesagt, haben sie was da, was sie nicht mehr brauchen. Was weg kann oder so. Ja, ein Jumpern rumspielen kann Wunder wirken. Vor allem, wenn der CMOS gesetzt ist, dann kann natürlich nichts kommen. So, also bei dem einen Speicher hat er ja gemault, bei dem Speicher sagt er jetzt nichts und macht kein Bild. So, wir packen den mal wieder weg. Im Prinzip sind die ganzen Riegel, die ganzen Speicherriegel, die ich hier habe, sind alle getestet. Das ist jeder einzelne ist für sich durch MEM-Test gelaufen. So, ich habe auch hier ein 128er Modul, wo Medion draufsteht. Das ist doch schon mal nicht schlecht, weil ich meine, das wäre nämlich die Hauptplatine aus einem Aldi-PC gewesen. Ja. Feuer. Ich mich nicht unbeliebt mache bei meinen Paketboten. Nee, der Wahnsinn ist ja schon lange vorbei. Da, Intel Motherboard, 128 MB, wir bekommen ein Bild. Wie geht's hier ins BIOS? Wo geht's hier bitte nach Mexiko? Pentium 2500, ich komme da nicht drauf klar. Okay, jetzt funktioniert zumindest schon mal STRG Alt entfernen. Ich drücke F2, ich drücke F10, ich drücke entfernen. Setup wird geladen. Leute. Geil, also Intel Pentium 2 500 MHz, 128 MB haben wir jetzt installiert. BIOS-Version, ja, ewig elendlang, nützt jetzt nichts, euch das vorzulesen. 23.10.2015, so 21.56 Uhr stimmt nicht ganz. Es ist eher 23 Uhr, hallo? 23 Uhr 45, wenn ich das richtig sehe. Hieß das mal Kihihi? Okay. Wusste ich nicht, dass Kleinanzeigen so angefangen hat. Ah, das, die Escape-Taste. So, der Audiogerät aktiviert. Legacy-USB-Unterstützung. Das ist schon mal nett. IDE-Konfiguration, IDE-Controller, beide. Disketten-Controller. Den schalten wir jetzt erstmal ab. Eigenes Protokoll. Videokonfiguration. Ja, die AGP-Größe kann ich sogar definieren. Krass. Mit aktiviert wird dem PC mitgeteilt, dass ein ISA-Grafikgerät im System installiert ist. Aha. Ist alles auf Deutsch. Craziness hier. Sicherheit, Benutzerpasswort. Bei Videokonfiguration kann ich sonst nichts einstellen, okay? Systemelemente, das waren die Speicherbereiche. Energiemanagement ist deaktiviert, das finde ich immer super. Der Stillstart. Ne, den möchte ich nicht anhaben. Den Schnellstart, der kann ruhig an sein. Ich komme da nicht drauf klar, wenn das hier alles auf Deutsch ist. So, Atapi CD-ROM zuerst. Und dann die erste IDE-Festplatte als Bootreihenfolge, bitte. Änderung speichern.
Die tut's noch. Also der hat die Uhrzeit noch gehabt. Die Batterie tut's noch. Der hat sich darüber nicht beschwert. Ja, Fehler beim Diskettenlaufwerkscontroller. Ich hab den doch abgeschaltet, du Pappnase. F1 zum Fortfahren. Fehler beim Bootvorgang. Neuen starten und korrektes Laufwerk wählen. Ja. Starten wir mal neu. Gehen wir nochmal ins BIOS. Gucken wir nochmal. Es müsste eigentlich F2 sein. Achso, du kannst heute noch kihihi.de und eingeben. Ja, okay. Ja, muss ja sein, ne? Cool. Sehr, sehr cool. So, wo ist denn hier Floppy? Peripherie? Gibt es denn dafür BIOS? Für dieses Brett hier? Also ich habe ja schon gesagt, Intel Motherboard SR440. So, dann steht hier noch drauf E139761. E139761. Dass wir da auch ein P3 hochoffiziell drauf betreiben können. Ja, ich kenne heutige Fertig-PCs nicht. Don't know. Okay, Medion. Da gibt es BIOS-Updates. BIOS-Update. Ja, cool. 2010 haben sie es hochgeladen, oder was? Das will ich doch hoffen. Ja, Riva TNT-Treiber. Geil. Das ist doch geil, oder? Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass da eine TNT drauf schlummert, die auch schön warm wird. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Festplattenvorverzögerung ist deaktiviert. Ach ja, hier muss ich Diskette nicht installiert sagen. Darum hat er sich beschwert. Guten Abend, Max Montezuma. Pentium 2500. Cool, den gab's nie. Sauber. Ja, nächste Maßnahme. Platte her. Optisches Laufwerk und dann wumm, gib ihm. Windows 98, oder? Brauche ich IDE-Kabel. Und dann ein bisschen Platz hier. Finde ich gut. Super Ausgangsposition. Ist absolut in Ordnung. Bin ich zufrieden mit. Creative Soundkarte drauf. Ich habe hier den Treiber in der Fresse. Das ist eine Soundblaster Audio PCI 64. Ajo, warum nicht? Ist nicht das Beste, aber auch nicht das Schlechteste. Auf jeden Fall besser als ESS Solo. Danke für die Links. Ihr seid die besten Jungs. Geil, dass das ein Intel-Board ist alleine, ja? Die Intel-Platinen sind echt nicht schlecht. Man müsste noch ein bisschen RAM jetzt dabei kriegen. Da wäre ich eigentlich noch ganz glücklich, wenn wir nochmal 128 MB dabei bekommen. Das können wir zuerst ausprobieren. Kein Alert-Sound. What? Stimmt, ich hatte ihn runtergedreht. Ich hätte ihn aber jetzt eigentlich auch wahrnehmen müssen. Aber vielleicht war das Headset zu leise eingestellt. Ich entschuldige mich dafür. Ich begrüße die neue Nudel. Wer es jetzt war. Muss ich gleich mal gucken. Ich hänge mal mein Headset wieder hier hin. So. Wen haben wir denn? Ich weiß es nicht. Ich habe da keinen Balken unten drin. The Bullsmaker, grüß dich. Guten Abend. 52 Viewer? Okay. Okay, alles klar. Ja, war schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich muss da mal wohin. Mal gucken, ob ich noch so ein Medion-Modul habe. Ein 128er. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht dran. Wir nehmen mal dieses hier mit Xelo-Chips drauf. Xelo-Scheinwerfer. Und setzen das bitte richtig rum rein. Ich brauche mir jetzt nicht eine Speicherbank hier himmeln. Vor allem hat die TNT1 ja dedizierten Speicher. Das ist super gut. Kein Shared Memory. Wahrscheinlich taktet der nicht ganz so hoch wie auf der Karte selbst. Aber mein Gott. Es kommt immer noch Bild. Und wir haben 128 MB RAM. Es hat sich nichts geändert. Nochmal ausmachen. Was ist heute eigentlich ein guter Boardhersteller? Na, das kann man gar nicht verallgemeinern. Die haben alle,
Die haben alle weniger gute und gute Boards im Sortiment. Kann ja auch nur aus der eigenen Erfahrung sprechen. Mein letztes Asus war nicht so toll. Ich habe viel Asrock gehabt. Bin mit denen gut gefahren. Hat aber auch schon eins, was kaputt gegangen ist. So aus heiterem Himmel. MSI habe ich mir bisher eins gekauft. Mit dem war ich nicht zufrieden. Gigabyte hatte ich eins. Das war okay fürs Geld. 256 MB. Yes! Was gab's denn noch? Abbott? Abbott war immer toll. Abbott war super. Über Abbott lasse ich nichts kommen. Nichts drüber. Gibt's ja leider nicht mehr. Abbott war super. Epox war auch super. Ach, schön. Speicher auf dem Teppich. Beste Lösung, Leute. So, und in meinem Haupt-PC steckt ja zurzeit ein S-Rock. Und in meinem Streaming-PC, über den das hier gerade läuft, steckt ein Asus jetzt. Das Sabertooth, und das ist natürlich zum Glück, niemand erwarten kann, tatsächlich ein tolles Board. Entschuldigung für das Geknister, das ist wahrscheinlich bestialisch laut. Aber das ist unsere Akustik, ne? So Geknistergeraschel ist total unangenehm, total laut. Da ist natürlich noch SD-RAM drauf, ja. Pentium 3 Generation war SD-RAM. Es gab ganz wenige späte Pentium 3 Boards mit einem verrückten VIA-Chipsatz, die tatsächlich DDR-RAM auch gemacht haben. Ja, es ist so. Also jeder Hersteller hat irgendwelche Boards dabei, wo sie dann bei der Spannungsversorgung geschludert haben oder halt irgendwelche LE Limited Edition Chipsätze verbauen sozusagen, und dann ist das alles nichts Genaues. Die sagen dann, ja, der unterstützt das. Der hält 2 Jahre und dann geht er kaputt. Das ist immer so ein bisschen. Die aktuellen S-Rocks, die sind echt toll. Also, was ich da bisher gesehen habe, richtig, richtig Knorke. Aber wie gesagt, da ist es genau das Gleiche. Da gibt es auch Hü und Hot. So, okay, cool. 256 MB RAM. Sau gut. Jetzt überlege ich gerade, ob wir schon Voodoos draufstecken wollen und Netzwerkkarte. So aus Prinzip. Naja, erstmal Windows draufballern, oder? Erstmal brauche ich jetzt ein optisches Laufwerk. Das habe ich hier. Anschlusskabel liegen da hinten. Und eine Platte. The Bullsmaker ist jetzt auch richtig da. Ja. Höchstwahrscheinlich kommen die dann später. Die Qualitätseinstellungen wären schön. Leider werden wir nie Twitch-Partner, weil wir keine Titten haben. Und kein Minecraft spielen. Aber das ist mir egal. Denn dafür haben wir ja euch. Zwei sehr vertrauenserweckende Kabel habe ich hier. Der heiße Scheiß. Einmal Pissgelb. Primary IDE. Und einmal Mondscheingrau. Secondary IDE. So, ich habe ja ein CD-ROM-Laufwerk von LG. Lucky Gold Star. Welches wir dann mit unserer Windows 98 CD füttern können, wenn wir sie finden. Ihr kennt das Desaster. Ich habe sie schon. So, Strom bitte. Hier haben wir einmal Strom. Zack, zack. So, kriege ich dich irgendwie da hingelegt? Ja oder nee? Ja oder nee? Ist klar. So, einmal. Platte bitte. Geben Sie mir eine Platte. Hallo? Haben Sie eine Platte für mich? Nach Möglichkeit eine Kreissäge, das wäre total nett. So, wir nehmen mal die Maxtor hier.
Die lege ich jetzt mal ganz ungeniert auf das Netzteil. Wie ist sie gejumpert? Auf Master. Eine Meisterplatte. Das ist eine Maxtor, die war mal Quantum. Quantum war auch ein cooler Festplattenhersteller, weil die auch mit eine der coolsten Namen für ihre Serie hatten. Also die hatten Festplatten, die nannten sich Bigfoot. Die waren dann so groß wie CD-ROM-Laufwerke und hatten nur 4200 Umdrehungen oder so. Die waren sehr, sehr langsam, aber günstig. Dann hatten sie die Quantum Fireball-Serie. Auf dieser basiert hier die Maxtor auch. Und Fireball ist natürlich saugeil, so Saber Rider und so. Jetzt hat dieses hypermoderne Netzteil natürlich nur zwei Retro-Stromanschlüsse, sozusagen. Das ist jetzt gerade ein bisschen kontraproduktiv. Wie machen wir das denn? Kann die Platte gar nicht, man sollte die Platte nicht auf das optische Laufwerk legen. Muss ich das Ganze ein bisschen verrücken. Kann ich die Platte nämlich daneben packen. Und ich kann auch gleich wieder den Chat begutachten. So. Die Platte mal nach hinten. So. Einmal hinlegen, dann legst du die nieder. So, machen wir wieder an. Das gute Stück. Platte läuft, optisches Laufwerk läuft. Platte hat ein leichtes Laufgeräusch, aber das ist in Ordnung. Nächstes Donation Goal: Perücke und Anziehbrüste. Ich habe zuerst Bürste gelesen. Sehr gutes Donation Goal. Wobei ich würde lieber das Donation Goal auf eine auf einen Framemeister. Tastatur arbeitet nicht. F1 zum Fortfahren. Das finde ich immer, das sind die besten Messages. Meine Gattin, die sagt... Die lässt mich mein Hobby zelebrieren. Die hat kein Problem damit. Ja, Fireballs waren super zu der Zeit. Ich glaube, das waren noch neben den IBMs waren es, ah ja gut, die das CD-ROM-Laufwerk ist jetzt Secondary Slave, das ist nicht ganz so schön, ist aber nicht so tragisch. Die Fireballs waren ja wirklich so mit einer der ersten Festplattenserien neben den IBMs, die 7200 Umdrehungen hatten, wenn ich mich richtig entsinne. Richtig im Sinne. Leipzig Let's Play. Hallöchen. Ja, am Handy ist so ein 1080p Stream natürlich nicht so easy. Die Welt sieht in 4K fantastisch aus und vor allem ist auch mein 1440p meine 1440p Experience an meinem Haupt-Dell Display sehr, sehr angenehm nun. Macht echt Spaß, so zur späten Stunde dann noch ein bisschen was zu schaffen oder so, geht mir jetzt viel leichter von der Hand. Da ist tatsächlich sogar ein System drauf, System 98 nennt sich das, aber das möchte ich jetzt nicht booten. So, wir wollen löschen, was wollen wir denn löschen? Nicht DOS-Partition. Die erste? Das geht nicht. Die zweite geht auch nicht. Wir wollen logisches Laufwerk löschen, gibt's nicht. Erweiterte Partitionen gibt's nicht. What the fuck? Primäre Partition wollen wir löschen. Sehr merkwürdig, da sind irgendwie zwei primäre Partitionen drauf. Die kicken wir jetzt mal. Die Escape-Taste, sie tut's wieder einigermaßen. Und jetzt hat sie's zu gut getan. Blöde Taste. Seine ganze Stadt hier in den Chat passt. Ja, Leipzig Let's Play. Der Rummer kommt aus Menden. Menden-Sauerland.
Kommst vorbei, machst du mit? Nein, just kidding. Ach, come on. Ja, die erkennt dann auch gleich irgendwie einen Doppelklick oder so ein Scheiß. Die schöne Escape-Taste. Das ist ein bisschen nervig. So, was ist denn das jetzt? Das ist eine Nicht-DOS-Partition. Gewählte Partition ist keine Nicht-DOS-Partition. Ich liebe das, oder? Was ist denn das? Eine Extended DOS steht hier. Erweiterte DOS-Partition ist mit logischen Laufwerken nicht löschbar. Also, logisches Laufwerk löschen. Keine logischen Laufwerke definiert. Logisches Laufwerk erstellen in der erweiterten Partition. Jetzt erstellen wir mal ein logisches Laufwerk in der erweiterten Partition. Vielleicht können wir sie dann löschen. Bevor ich jetzt anfange, meine Killdisk zu suchen. Das ist eine CD, von der wird gebootet. Und da ist Killdisk drauf. Ich glaube, das ist so eine F-Disk-Abwandlung, die einfach komplett die Platte grillt. Beziehungsweise die Partition löscht. So. Wählen Sie das logische Laufwerk aus? Das. Sind Sie sicher? Ja. Unknown. Das System ist unknown. Ja, super. C. Hat keine Bezeichnung. Ja, Mann. Laufwerk gelöscht. Laufwerknamen wurden geändert oder gelöscht. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir haben einen neuen Follower! Basel! Buselle, Buselle. Dankeschön fürs Folgen. Freut mich. Bin sehr happy. Irgendwie. Partitionierungsdaten anzeigen. Wir haben ja eine erste Partition, eine Extended DOS mit fast 10 GB. Und in den Platz weg. Eisenbahnstraße. Mitte Leipzig. So. Was machen wir? Meint ihr, ich finde meine Kill-CD hier in dem Chaos? Ich trinke mir erstmal was. Schau mal auf mein Handy. Es hat gerade gepiepst. Pieps, pieps. Das ist eine neue Kiste. Das ist jetzt eine Kiste hier im fliegenden Aufbau auf dem Tisch quasi. Könnt ihr im Rechner live bei der Arbeit zusehen. Das soll ein weiteres Geschenkchen werden. So, morgen Abend gibt's Brettspiele. Quirkel. Höchstwahrscheinlich. Der für den Augenmeister, der steht da. Den siehst du jetzt nicht. Der läuft soweit. Der bekommt noch die letzte Ölung. Ich habe jetzt die Floppies schwarz lackiert und noch ein paar Boni dabei. Mario Fan 1998. Dankeschön fürs Folgen. So, ich habe hier Hyrens Boot CD. Die ist natürlich auch nicht schlecht. Müsste ja eigentlich auch irgendwas zum Partitionieren drauf sein, oder? Der Keimer meint, ich soll einfach neu starten. Ja, ich komme aus Mendensauerland. Lendringsen. Bin aber zugezogener. So. Memory, Disk Wizard. Boot HDD, Boot Windows, Reboot, Shutdown. Das ist eine tolle Hyrens Boot CD, habe ich noch nicht gesehen. Run DOS Programs. Hardest Tools. Test Repair, Surface, Health, Smart Viewer. Active Kill Disk.
Ich hätte gerne ein deutsches Layout. Da ist immer noch die Local Disk, also die ist immer noch da. Erase all data. F10. Ja, aber du sollst mir jetzt hier nicht Gas geben, dann dauert das ja ewig mit Kill Disk. Peter Goodman, 35 Passes, ne, das würde jetzt ewig dauern. Ich will eigentlich nur diese Kack-Partition löschen. Das geht leider nicht. Wipeout, ne. Beenden wir mal. Okay, der Retroscope meint, da waren extra Partitionierungstools drauf. Erster Menüpunkt. Suchen wir uns auch in Lendringsen, das siehst du mal. Wer braucht denn eigentlich so viele Retro-PCs mit Windows 98? Ja, jemand, der einmal im Jahr Retro-LAN veranstaltet, wo er seine Jungs von damals mal wieder sieht. Mit dem man halt LAN gemacht hat. Moin Jens Kling. Why are you freezing? Das hat er vorhin schon mal gemacht, ne? Weiß man nicht. Kann natürlich sein, dass es Pentium 2 als Pentium 2 500 erkannt wird, dass er deshalb ein bisschen muckt beim Post. So, DOS Programs. Erster Punkt, sagst du. Partition Tools. Augen auf beim Eierkauf, dankeschön. Was nehmen wir denn? Super F-Disk. Smart F-Disk. G-Parted. Keine Ahnung. Ja, Super F-Disk, hört sich gut an. Ich soll ein BIOS-Update machen. So, folgendes Problem. Kein Floppy in dem Rechner. Von USB-Booten ist von dem System hier nicht. Also am einfachsten würde es sein, ich würde ein Windows draufkriegen, LAN und dann ziehe ich das BIOS-File rüber. So. Partition. Delete. Einfach nur Delete. Danke. Cool. Dankeschön. So, was machen wir jetzt? Jetzt funktioniert hier nichts mehr. Irgendwie funktioniert dieses Menü da oben nicht alleine schon. Das ist merkwürdig. Aber reagieren tut die Tastatur auf jeden Fall noch. Ich hoffe, er speichert das sofort, sonst ist es auch dämlich. Müsste ich einfach mal eine Maus dranhängen. Einfach mal eine Maus dranhängen. Das ist immer so gut gesagt. Auf, wir machen mal aus. Wieder an. Hey, BIOS-Update im BIOS, das ist schon ein bisschen sehr, sehr modern.
Okay. Basel, die Jungs haben jetzt Siedler von Catan gespielt, soweit ich weiß. Also das wäre schon mal ein Anfang. Und die sind da sicherlich gewillt, das auch ein bisschen zu eskalieren. Mit dem Tabletop-Simulator geht wohl einiges. Es wird halt gerade irgendwie so ausgelotet, wie man da den Spagat zwischen Zugänglichkeit und ist gut, alle Partitionen sind weg, super. Und dann, der Viewing Experience dann erreicht, ne? Irgendwie, Siedler von Catan ist ja so ein Spiel, was leicht zugänglich ist, was viele Leute kennen, sehr viele Leute kennen. Und wäre halt so eine Idee. Braindead TV. Ist das Board älter wie du? Weiß ich nicht. Das wäre Siedler von Catan im Tabletop-Simulator. Das ist so ein Simulationsspiel, wenn man so will, für Steam. Und da gibt es eine sehr aktive Community, die dort über den Steam Workshop haufenweise Brettspiele anbietet. Exalted. Ja, ich bin in Brettspielen überhaupt nicht bewandert. Zum Komplexeste, was, glaube ich, ich mal aktiv mit Spaß mitgespielt habe, war Hero Quest. Der maximale Speicherplatz für C. Nein, Mann. Ich habe übrigens im Zuge des Lackiervorgangs von dem Augenmeister Laufwerken habe ich mir in den Finger geschnitten. Ja. Ich bin mit einer frischen Klinge vom Cuttermesser abgerutscht. Warum benutze ich beim Lackieren eine Klinge? Die Floppies haben ja eine LED und in der Floppy-Blende, die ich lackiert habe, ist natürlich so eine kleine Plastikscheibe drin. Die habe ich mit Tesafilm abgeklebt und um das abzukleben gescheit, habe ich einen großen Streifen drüber geklebt und habe dann mit dem Cuttermesser dieses kleine Stück ausgeschnitten. Und einmal bin ich abgerutscht und es ging dann voll in den Finger rein. Hero Quest gibt's auch. Schön Madcow. Weil der Rechner schwarz ist. So. Beziehungsweise Anthrazit. Und das waren graue Laufwerke. Das eine so leicht vergilbt. Damit das optisch einfach mehr stimmig ist. So. 5% hatte ich, glaube ich, ne? Ja, 980 MB. Ist okay. Kann man mit arbeiten. So, machen wir noch eine erweiterte Partition. Pellet GTX 780 Jetstream. Jo. 780er Karten sind ja eigentlich ganz cool. Game & Watch? Nee, aber gesehen. Der Mattis hat mal ein Game & Watch gehabt. Hat er von einem Zuseher zugeschickt bekommen. Sehr, sehr cool. Aber früher hatten wir ja viel diese Handheld, LCD, Pseudo-LCD-Spiele mit diesen Standbildern. Also die GTX 87 ist sicherlich noch eine top aktuelle Karte. Also, was heißt top aktuell? Man kann damit immer noch alles machen. Ich habe bei seiner Zeit im ersten Gamer-PC habe ich ja auch eine 87er verbaut, weil der Bersi ja eine Nvidia-Karte auf jeden Fall haben wollte. Und der fährt damit immer noch alles wunderbar. Überhaupt kein Thema. Er ist zufrieden damit. Okay, ich hab dich mal im Forum beraten, Haxe. Ja, da war was. Irgendwas klingelt da oben im Oberstübchen. Ich hab schon ein paar Teile auch Retro, aber irgendwie nie Laufwerke. Optische Laufwerke kriegt man eigentlich ganz gut. Festplatten ist ein bisschen schwieriger.
baue eine Easy. Nee, ich baue eine Easy 380er ein. Die macht GTA 5 in 4K stabil 40 bis 60 FPS. So, so. F-Disk wollte was von mir. Mal Start. Ja, cool. Jetzt haben wir hier schon mal eine Plattform. Finde ich eigentlich sehr, sehr geil. Ziemlich gut. Und der Kandidat wäre dann eigentlich hier für dieses blaue Gehäuse hier. Für den Blaumann. Und womöglich kommt das Board sogar daraus. Ich würde jetzt einen Sempron auch noch nicht als Retro einstufen. Selbst wenn die auch schon 6 Jahre alt sein können. Oder 7 Jahre. Aber würde ich noch nicht so als Retro einstufen. Irgendwie ist so alles so... Für mich persönlich beginnt halt die Retro-Zeit irgendwo in der allerersten Pentium 4-Generation und Athlon XP und noch halt davor. Wobei ich halt die Pentium 3-Generation, so alles, was sich so unter einem Gigahertz abgespielt hat, noch am interessantesten finde. Die Formatierung hier ist rattenschnell. Meine Güte, ist die Platte flott. Der Chipsatz kann aber nicht UDMA 66, oder? Die R89 ist eine tolle Karte, ja. Die habe ich auch nicht umsonst in der 699-Euro-Kiste verbaut. Die macht echt... Echt Gaudi. So. Mal auf. Gucken wir mal hier. Haben wir denn noch die passende Slotblende dafür? Yep. Ja. Die sieht sehr gut aus. Die Standard-Slotblende, die würde passen. Und ich finde diese Idee einfach geil, eine Onboard-Grafik zu haben und dann das Loop-Through-Kabel, also das Verbindungskabel von der 2D-Grafikkarte bzw. der ersten Grafikkarte an die beiden 3D-Beschleuniger und dann den Bildschirm an die 3D-Beschleuniger angesteckt. Ich finde das einfach so geil, weil Grafikkarte direkt Onboard, also in dieser horizontalen, in dieser vertikalen Anschlussstation sozusagen. Das finde ich super cool. So, okay, das passt. Hier meine Alternativbretter mal auf Seite tun. Kartons, Kartons, Kartons. Epox Mainboard. Ist aber nichts drin. Aber da war mal ein 8K HAL drin. Das war auch für Athlon XP. Tolle Platine. Den P2B-Karton, den habe ich von unserem RIP bekommen. Da steckt aber kein P2B drin. Hey, hier sind wie Fit-Socken drin. Die habe ich damals von der Games Convention. Oh Mann, fliegt hier Staub rum. Die haben leider Löcher. Ah, hier ist noch ein Taster drin. Das ist nicht schlecht für mein Test-Setup hier. Kann ich den Rechner an- und austasten. So, wer erinnert sich noch an das heißgeliebte Plus-Paket für Windows 98? Begleitprodukt für Windows 98. Machen Sie Ihr Windows 98 langsam und laut. Gestalten Sie es wie die Sau. Mit Garfield, Katie, Downsbury. Erleben Sie diese neuen unterhaltsamen Spiele von Sega Soft. Lose Your Marbles. Hammer. Das war so ein Pimp My Optik Paket. Plus ging gar nicht. Plus hat Windows so langsam gemacht. Jetzt mit Microsoft Golf 1998 Lite. Englische Version. Das habe ich von den Kabelsalat-Jungs bekommen hier. Windows NT for Workstation.
Habe ich noch nie angerührt. Windows 95 Benutzeroberfläche plus Windows NT Stabilität und Datensicherheit. NT 4.0 Arbeitsbetriebssystem, der Vorgänger von Windows 2000 und was dann Windows XP geworden ist und im Prinzip immer noch der Grundsatz, der auch heutzutage in Windows 10 steckt. Den haben wir hier. Was ist das denn hier für ein Zettel? Wie man das installiert. Kopieren Sie dies, kopieren Sie das. Okay, geil. Setup-Disketten, 3 Stück. Windows NT, Baby. Windows NT for Workstation. CD-Key. So wie eine 12-stellige Nummer. Sehr gut. Und dickes Handbuch. Sehr geil. Irgendwann mal. Irgendwann mal machen wir Windows NT. Ich finde Windows 10 gar nicht so schlimm. Dass was umkippt. Ah, hier, das ist das blaue Schätzchen. So sieht er aus. Pentium 3 Sticker ist vorne drauf und das haben wir auch Tutu lackiert. Den Anschalter habe ich halt in der Originalfarbe gelassen, ansonsten ist der komplett blau. Der ist gar nicht schlecht geworden von der Lackierung her, besser als mein grüner. Und der hätte auch hier dann ein CD-ROM und ein DVD-ROM drin. Wäre auf jeden Fall gut passend. Oh, hier ist noch ein Magnet von den Kindern. Buchstabe I. Was man nicht so alles findet. Ja, Windows 10 sollte man natürlich dann clean installieren. Das empfiehlt sich immer. Ich hätte ja auch ein System reingebaut mit Mikro, mit einem Micro ATX Mainboard und einer Kyro Grafikkarte Kyro 2. Das ist eine ganz andere Leistungsklasse, deutlich stärker als das jetzt hier. Allerdings lief der, glaube ich, nicht ganz stabil. Und dann habe ich ihn auch auf Seite getan, weil irgendwas anderes wieder dazwischen gekommen war und ich nicht zum Retro-Basteln gekommen bin. Das war so ein Board, wo ich auch Kondensatoren ausgewechselt habe. Und hier steckt sogar ein Intel Pentium 3 700 drauf. Und 2 Festplatten sehe ich. Wahnsinn! Aber okay, das könnte man dann ja entsprechend umbauen. Spricht ja normalerweise nicht viel dagegen, dass wir das in Angriff nehmen. Das können wir so drin lassen. Pflücke ich das doch parallel raus. Warum nicht? Optische Laufwerke bleiben natürlich so wie gehabt. Und die Festplatten holen wir raus. So. Da wird gerade erklärt, wie man Windows 10 clean installiert. Gibt es einen tollen Artikel auf der PC Games Hardware Website zu. Windows 10 Clean Install ohne vorheriges Upgrade. Das ist ein sehr guter Artikel. So, die schöne 3D Profit. Profit 4500. Mit Heißklebe befestigten Kühler. Ich erinnere mich. Ich habe richtig Sauerei hier gemacht.
ist die Karte. Und den Kühler habe ich mit Heißklebe befestigt. Das ist natürlich ganz großes Kino. Blaue Karte. Blaue Karte im blauen Gehäuse. Ich glaube, das war mal der Gedankengang. Soundblaster Live. Auch sehr schick. Dreikam, Dreikom Netzwerkkarte, die 13905TX, berühmt berüchtigt. So. Windows ist gleich soweit. Stream buffert und buffert. Was soll ich denn machen? Guten Morgen, Wolf65AT. Grüß dich. Was soll ich denn machen? Wenn wir keine Quality-Einstellung kriegen. Ich kann nochmal runtergehen mit der Bitrate. Ich gehe auf 2000. Fröhlicher Samstag, genau. Okay, du hast mal einen CPU-Kühler festgeklebt. Das war nicht so gut, ne? So. Yeah! Olympiad Gorgeous? Oder wie spricht man das aus? Danke fürs Folgen! Achso, das liegt an Frankfurt. Der Facehack weiß Bescheid. Böses Frankfurt. Also meint der Facehack, ich könnte die Qualität eigentlich wieder höher stellen. Olymp de Gouche. Okay. Bullsmaker kann den Stream nicht schauen. Community TS. Ja, wir haben einen TeamSpeak-Server. Also ihr könnt euch natürlich gerne dort einfinden und babbeln, wenn ihr wollt. Ich nehme jetzt hier in den Stream keinen ins TS mit rein, weil ich den nicht auf dem Lautsprecher hier im Raum haben möchte. Oder halt auf dem Ohr, weil das schränkt meine Bewegungsfreiheit halt arg ein. Das ist ein bisschen blöd dann. Aber wir haben ja einen TeamSpeak-Server, also der ist vorhanden. So. 20 GB Platte war hier drin und noch eine zweite in diesem Quereinbauschacht. Das müsste so eine kleine Samsung sein. Sehr nett. Ich überlege, ob ich die drin lasse. 4,3 GB Samsung. K.
kann nicht schaden, ne? Bisschen mehr Speicherplatz. Ist als Slave gejumpert, die bleibt drin. Irgendwann hat man was direkt. Die Quali runterschrauben. Bullsmaker, ich habe die Quali schon runtergeschraubt. Was soll das, das hier? Oh, die Powerleuchte ist ja hier notdürftig zusammengeflickt. Nicht ganz so schön. Ja, Windows hier, weiter hier. Wir deichseln hier so rum. Dahin. Enter. Komm mal raus hier. Ja, zack. Nochmal Enter. Der blaue jetzt eine Nummer oder nicht? Das muss ich noch mal nachsehen hier. Hatte ich mir jetzt gerade schon einen Namen gegeben oder was? So kommt das erst später. Kommt erst später, ne? Ne, das ist doch. Aus Versehen Enter gedrückt. Da habe ich Enter gedrückt auf der falschen Tastatur. So, Dokumente. Retro-Rechner. Jetzt muss ich mal kurz nachsehen, welche Nummer ich diesem denn jetzt hier gebe als Name. Scroll, scroll, okay. Das ist die 23. Kopiervorgang starten. Also unsere TS-Daten, die findest du eigentlich in unserem Back in Black Artikel. Wenn du nach Ravioli Back in Black googelst, dann sind die in einem extra Absatz in unserem Artikel. Zu unserem Relaunch von vor 2 Jahren. So. Sehe ich jetzt wieder mein Kamerabild. Ich schraube hier gerade das Board los, was hier drin ist. Ajo. Warum sollte man es nicht mit dem Passwort versehen? So taucht es wenigstens nicht in diesen, dann hält man sich ja so ein bisschen die random Spezialisten von der Backe, oder? Wenn die Leute das Passwort eingeben müssen.
müssen sie sich auch mal mit der Materie befassen, dann taucht das vielleicht nicht einfach in dem TeamSpeak-Browser auf und kommt halt Hans Wurst drauf, ne? So, ja, ich baue mir hier weiter den Weg zu. Finde ich gut. Okay, die Slotblende, die drin ist, kann ich drin lassen. Die drin ist, kann ich drin lassen. Finde ich auch gut. So, er kopiert jetzt Daten, das ist schön. Hier nochmal. In der Kirmes. Das ist nicht so schön gelöst. Einmal Kabel zusammengefriemelt. So. Okay, holen wir das Netzteil noch raus, weil da möchte ich gerne ein anderes Netzteil einbauen. Weil das ist nur ein 135 Watt, was hier drin steckt. Und ich weiß, dass der Verbrauch mit 2 Voodoo 2s schon an die 100 Watt geht. Und wenn man dann nicht weiß, wie effizient das gute Teil hier ist, dann ist man schon sehr, sehr schnell am Limit. Das muss ja nicht sein. Zumal hier ist ein Brett mit TNT on board noch, also da wird schon ganz gut was verbraucht, denke ich. Und dann hole ich lieber das letzte raus und baue ein anderes ein. Der False Gamer, grüß dich. Jetzt läuft's beim Bullsmaker. Kann ich die Bitrate wieder ein bisschen hochdrehen für dich? Warte mal, geh mal hier auf. 2, 2, 2, 2. Blowing. Ja, die Artis hatten coole DVD-Beschleunigung, das stimmt. Aber worum geht's gerade? Gerne den Chat. So. Das monströse Aztec-Netzteil hier. Maximum Continuous Output Power ist 145 Watt. Total Power auf 3,3 und 5 Volt Leitung ist 75 Watt maximal. Was sagt mir das jetzt? Hat das noch mehr Dampf? Maximum Continuous Output Power. Nee, ich glaube eher nicht. Lieber dort ein paar mehr Reserven mitnehmen. Und dann ist das gut. So, jetzt haben wir den hier geschröpft. Den Blaumann. Der Xeon E3 1231, das ist preis-leistungsmäßig mit einer der besten Prozessoren, die man kaufen kann. Auf dem System steckt jetzt ein Pentium 3500. Der wird aber noch als Pentium 2500 erkannt. Ich hoffe, dass ich mit einem BIOS-Update Abhilfe schaffen kann.
Danke, Retroscorp, für die Antwort. Xeon ist eine schöne, günstige Alternative. Ja, der Bersi, der war jetzt ein bisschen erkältet. Benutzereingaben wollen wir hier. Name. Und aktuell halt auch so ein bisschen irgendwie im Borderlands-Fieber und auch im Brettspiel-Fieber. Und der hat viel um die Ohren, ne? Das ist halt im Moment nicht so easy für ihn, dann auch mal zu streamen. GTX 970 finde ich eine Mogelpackung. Leider Gottes. Würde ich persönlich immer die R993 oder die R992, wie auch immer, je nachdem wann man gekauft hat oder wann man kaufen wollte, vorziehen. Aber das mit dem Speicher, was dann halt so hingenommen wird, dann gibt man das dann zu und dann, ja, wer zurückgeben will, der kann zurückgeben und dann ist das so als gleichgültig abgetan, weil die, wenn du mal gutes Marketing gehabt hast, gute Presse, dann hat sich das ja eh eingebrannt in die Köpfe der Leute da draußen und dann wird die Karte ja eh gekauft, blind. Und dann ist das so gut. Ja. Wenn man jetzt nicht gerade derjenige ist, der unbedingt Project Cars mit einem vernünftigen, bezahlbaren System spielen will, dann sehe ich da eigentlich keinen Grund, die 79er zu kaufen. Außer, dass man halt Nvidia-Fan ist und Nvidia haben muss. Ja, der hohe Stromverbrauch, der dann unter Last anliegt, wenn man zockt. Ja. Das sind, wenn du 8 Stunden am Tag spielen würdest, wären das im Jahr 70 Euro. Spielst du 8 Stunden am Tag? Das ist halt die Sache. Zumal der Idle-Verbrauch, also der Verbrauch, wenn nicht gezockt wird, ja nahezu identisch niedrig ist. Also das ist... Es wird teilweise alles immer so hochgespielt. Oh, die werden viel zu heiß, die verbrauchen viel zu viel Saft. Ja, sie verbrauchen mehr Strom, ja. Sie brauchen unter Umständen größere Kühllösungen, ja. Aber da muss man halt die richtigen Karten kaufen und nicht eine MSI, also zumindest nicht bei den AMD-Karten. Da hört man immer so ein bisschen, dass die Lüfter nicht so super leise sein sollen. Bei AMD ist auf jeden Fall mein First Surf Hersteller auf jeden Fall Sapphire. Da bin ich bisher immer gut mitgefahren. Aber ich will auch Nvidia nicht schlecht machen. Nvidia hat super klasse Karten, aber halt erst im super High-End-Bereich, wenn du mich fragst. Also wenn, so sehr ich AMD mag, hätte ich die Kohle, würde ich der Vernunft doch ja walten lassen und würde mir eine 980 Ti holen anstelle der Fury X. Ja, aber sonst die 970er, ich weiß nicht, das ist unverschämt. Die 960er, die 950er, die sind für das Gebotene zu teuer. Es sei denn, man will Linux machen, man will ein super sparsames System haben, okay, dann kann man drüber nachdenken, aber so sind sie fürs Gebotene einfach zu teuer. Ja, die Nano ist sehr, sehr geil. Die Nano ist natürlich so ein ganz spezielles Tier, ne? Die Nano ist super krass. So, was mache ich? Ich brauche ein Netzteil. Das hole ich mir jetzt mal aus dem grünen Rechner. Ja. Da steckt nämlich ein 350 Watt Netzteil drin. Und damit wären wir ja auf der sicheren Seite. So, wir haben 12:45, ja. Heute werde ich nicht so alt, ich sag euch das gleich. Wir probieren das jetzt hinzukriegen mit dem BIOS-Update.
Und dann wäre ich auch schon gewillt, hier schon, es ist ja spät, gewillt den Stream dann auch, Entschuldigung, zu beenden. Aber ist ja auch ein bisschen dahin. Stecken wir noch eine Netzwerkkarte drauf. Und Windows muss ja auch erstmal Tutu drauf. Und eine Maus bräuchte ich gleich mal. Muss ich wieder krabbeln unterm Tisch. Such gerade erstmal ein bisschen Ordnung zu schaffen. Festplatte auf Seite. Ihr habt keine Rechte, die kann ich euch gerne geben. Dann könnt ihr wechseln und so. Einen Moment bitte. Oh, wir haben einen neuen Follower, höre ich. Den Kenkuman. Kenkoolman. Dankeschön fürs Folgen, mein Freund. So, wo seid ihr, Lieben? Servergruppe, normal. Channelrechte. So, was? Normal. Voice. Und normal. Bitteschön. So, ich verdrück mich ins Eisfach. Ne, eine Roomtour heute nicht. Falls GEMA, dann ist das wahrscheinlich nicht der richtige Treiber. Musst du mal schauen im Gerätemanager, was der bei deiner C-Media-Karte denn sagt, ob der einen bestimmten Fehlercode ausgibt. Im Gerätemanager lässt du dir dann die Eigenschaften der Soundkarte anzeigen. Und da müsste dann eigentlich stehen, Fehler 46, Gerät funktioniert nicht richtig oder so. Dann kann man danach mal googeln. Ansonsten weiß ich genau, gerade bei C-Media habe ich das auch schon mal erlebt, dass die Karten halt wirklich die passenden Treiber einfach brauchen. Hast du den Treiber jetzt vom Mainboard-Hersteller bekommen oder wo hast du den her? Also beim Mainboard-Hersteller auf der Seite, sprich nach dem Mainboard gesucht und dann dort die passenden Treiber geladen. Oder warst du, ich glaube, du hast das letzte Mal gefragt, warst du direkt beim Hersteller von einem Soundchip, also die genaue Soundchip-Bezeichnung danach gesucht. Das wäre dann auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Stimmt es deiner Meinung nur, dass AMD-Prozessoren und AMD-Karten zusammenpassen? Nein, natürlich nicht. Also um Gottes Willen, wer ein bisschen Kleingeld hat, der soll sich bitte zum Zocken eine Intel-CPU kaufen, ganz klar. Und ja, als Grafikkarte, wer Preis-Leistung, auf Preis-Leistung achtet und jetzt nicht der 24-7-Zocker ist, ja, WoW noch und nöcher, also wo der Stromverbrauch einfach nicht so durchschlägt, der soll sich dann bitte eine AMD-Karte kaufen. Wer High-End haben will, natürlich Intel Nvidia, keine Frage. So, wer ein günstiges Arbeitstier haben will, eine Maschine, mit der er Videorendering betreibt oder streamen möchte, der sollte sich mal einen 8-Kerner AMD ansehen. Dafür sind die nämlich exzellent. Für das Geld natürlich, für den Preis. Wenn das Geld da wieder keine Rolle spielt, sind natürlich die Intels wieder vorne weg, ne? Aber ansonsten die AMD-Grafikkarten, die sind absolut auf der Höhe der Zeit. Bei Prozessoren, da wollen wir nicht weiter drüber reden. Da gibt's fürs Geld bekommt man was geboten, für spezielle Einsatzgebiete. Wenn es ums reine Gaming geht, sind die Intel-CPUs natürlich die Creme de la Creme. Wobei es halt auch immer auf die Spiele ankommt, ob da jetzt Intel besser ist oder der Prozessor so wichtig ist für das Spiel. Namens Julian, grüß dich. Du hast alles verpasst. Du hast piepende Mainboards verpasst. Das Erfolgserlebnis, als wir dann mal ein Bild aus diesem hier auf dem Tisch aufgebauten Rechner bekommen haben.
Falls Gamer, natürlich hab ich dir sehr gerne die Tipps gegeben. Die Rechnung schicke ich dir dann. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Ich krieg meine CPUs nicht unter. Warum? Die haben doch vorher hier reingepasst. Yay, Babyphone-Alarm. Hab ich schon lange nicht mehr gehabt. Naja, egal. Tu mal ein Pendium 2 auf Seite. Plug-and-Play-Bildschirm. Ich verwende kein SLI, nee. Das ist, außer halt auf den Retro-Maschinen. Und da gibt es keine Mikro-Ruckler, weil das eine andere Technik ist. Nee. Ich bin auch nicht Gamer genug, als dass ich so viel Grafikleistung haben wollen würde. Ich selber habe in meinem System eine R9290 mit 4 GB. Die Sapphire Tri-XOC. Und wenn ich mal Grafikdampf brauche, 1440p Auflösung, hat die mir bisher immer noch ausgeholfen. Habe ich keine Schwierigkeiten mit. Und habe Spaß. Aber ansonsten Multi-GPU-Lösung, boah, das ist immer so abhängig, wie wird es optimiert vom Hersteller dann noch. Gibt es Profile dann für das neue Spiel und so. Dann wird das nicht unterstützt zuerst. Dann läuft man doch nur mit einer Grafikkarte rum. Und dann, ja, wie du schon gesagt hast, Mikro-Ruckler, das kann halt immer vorkommen. Nvidia hat das ein bisschen besser im Griff. Aber seitdem AMD auch den Frame-Pacing-Treiber hat, sind sie da fast, ja, sind sie da ein bisschen rangekommen. Aber wie gesagt, das ist immer so optimierungsabhängig. Wer viel Bock auf Basteln hat und viel Bock auf Stromverbrauch, der kommt ja bei beiden dann zusammen, der kann das natürlich gerne machen. Aber mir klaut das alleine schon zu viel Platz im Rechner, weil ich halt noch zusätzliche Steckkarten drin habe und auch viele Festplatten. Das heißt, ich bräuchte für meinen Haupt-PC noch ein größeres Gehäuse, weil ich ja 7 oder 8 Festplatten drin habe. Und dann ist es halt einfach nur Käse. Hülle Röhmersel, grüß dich! Busselle, nee. Also der beim Videorendering ist der 8-Kerner AMD FX, der ist halt schon sehr gut für das, was er kostet. Ja? Wir reden da ja von CPU-Anschaffungskosten im Bereich von 150 Euro. Da bekommst du bei Intel einen i5-4460 für und da rennt der 8-Kerner AMD dem natürlich weg. Der 8-Kerner AMD, der FX8350, der ist dann aber auch nur so schnell wie so ein i7-4770. Nur man muss das natürlich in Relation zum Preis stellen. Ne? Der i7-4770, ich glaube, der kostet so um die 270, 280 Euro. Ja, das gegenüber 150, da hast du schon wieder eine große Festplatte gekauft oder so. Natürlich braucht der i7 nicht so viel Stromunterlast, das ist ganz klar. Aber ja, das Geld, ne? Also muss man halt immer gucken, wo man bleibt. Ja, 16 Kerner, kannst auch 24 Kerner holen, Intel natürlich. Die Xeons, da geht's gut ab. Aber das ist ein anderes Thema. So, ich brauchte eine Maus, ne? Krabbel, krabbel, krabbabbel. Gleich fliegt das Headset. Ich komme da gar nicht hin. Hier liegt noch eine CPU rum. Euch lege ich mal nach da oben. Oder nicht? Schön, dass sie mir nicht gegen den Fernseher geflogen sind. Habe ich Glück gehabt. Oh Mann, ey, mein Geschick. Ach ja. So, fahren wir dich mal runter. Dann können wir die Netzwerkkarte einbauen. Oh, er schaltet sich nicht selber aus, der Sack. Für mich auch noch so ein ungelöstes Rätsel der Menschheit, warum sich dann der Rechner nicht selber abschaltet. So eine schöne 3-Com-Karte, die kommt dann noch gut, oder? Schöne 10-Mbit-Karte, Plug-and-Play-kompatibel, Parallel Tasking 2 Performance. Die wird wahrscheinlich auch vollautomatisch erkannt vom Windows.
Die 3C9000. Nee, die 3C900B Combo. Combo Breaker. Die packen wir mal ganz da unten. Und jetzt brauchen wir nur ein LAN-Kabel hier hinten. Nur. Da unten fliegt was rum. Ich habe eine Idee. Yeah. So. Das ist cool. Dann können wir ihn ja wieder anmachen. Unserem langen Weg zum BIOS-Update. So legen wir die dahin rums. Ja, das darf ja nicht fehlen. Sehr schön, einfach die Pentiums weggeschmissen. Ja, yeah, yeah. Was soll ich dazu sagen? It wasn't my fault. Oh, geil, Netzwerkkarte, schön mit LED hier hinten drauf. Die scheint dann so durch. Krass, wie weit weg diese LED ist. PS2, yeah man! Meine geile IntelliMaus Pro. Da ist die 3.com. Will auch gleich installieren. Sehr gut. Dann mach das mal. Dass das bei dir nicht hängt. Der Facehack, der hatte irgendwie gute Tipps, dass es dann nicht zum Hängen kommt. Ich weiß nicht, ob er noch dran ist. Ich glaube, er rödelt gerade. Yeah, Netzwerkkarte installiert. Neu starten. Woo, geil. Das wird unser neuer Blaumann hier. Haben wir da noch jemanden im... Der Mad Cow... Der Madcow schaut wahrscheinlich zu, der unterhält sich gerade mit unseren Zusehern. Alles klar, der Madcow hier hat getrickst. Hast du gut gemacht, Madcow. Ja, Madcow bastelt am Setup für morgen Abend Livestream mit, also beziehungsweise heute Abend Livestream mit Tabletop Action. Freue ich mich drauf. Ist nämlich auch mal schön, selber Zuseher zu sein. Zuschauer. Der Herr Bauer kann auch Zuschauer. Oh, diese Seitenteile, die sind so amok, die abzukriegen. Immer so surreal, wenn Leute nach 2000 geboren sind. Funktioniert das nicht? Der Windows-Boot steht. Nicht so gut. Hero Quest nicht, nein, nein. Boot steht, weil kein IP vergeben. Aber es ist ja ein, es ist ja eigentlich ein DHCP aktiv. Und der steht halt komplett. Da ist der PCI-Steckplatz vielleicht ungünstig gewählt, ne? IRQ-Scheiße. Diese berühmte Bedenkpause kenne ich ja, wenn keine IP vergeben ist. Boah, hallo, was ist das für eine Karte? So, gehen wir mal da rein.
Jetzt haben wir gleich drei Netzwerkkarten im System. Ich liebe das. Aber es war halt komplett Freeze. Normalerweise läuft ja unten dieses Laufband weiter von Windows 98. Jetzt leuchtet die LED auch wieder. Die war gerade aus. Und das LAN-Kabel ist normalerweise auch angesteckt. Ich habe ja auch zwei, die aktiv sind. Ne, bitte Normalstart, nicht abgesichert. Moment, aber die zwei, die aktiv sind. Ah ne, da ist noch ein dritter. 10 Mbit. Okay. Das passt. Ich bin über 30, Chris. Yay, Facehack! Ja, okay. Retroskop. PC ist teurer geworden. Nein, auf keinen Fall. Die werden immer günstiger. Nur das Problem ist die Einseitigkeit im Markt. Nvidia dominiert den Grafikkartenmarkt, Intel dominiert den Prozessormarkt. Das ist so ein bisschen das Problem, warum es technisch nicht so schnell vorangeht, wie es vielleicht gehen könnte. Und echte, richtig leistungsstarke Hardware halt auch sehr, sehr teuer ist. Sehr, sehr, sehr teuer. Grafikkarten so teuer, da hat vor 15 Jahre keiner dran zu träumen gewagt. Stumbes ist kurz vor der 30, der Grinch Sprite in 3 Wochen wird er 31. Ja, dann bist du genauso alt wie meine Wenigkeit. Danke übrigens für deinen Tweet heute, Grinch Sprite. So, siehst du, jetzt hat er gebootet. Also der PCI-Steckplatz, der direkt neben dem ISA war, der war ihm nicht recht. Vielleicht ist der shared mit der Soundkarte oder so. Jetzt haben wir noch 2 PCIs frei, die dann für die Voodoos herhalten müssen. Also alle Möglichkeiten sind gegeben. So, jetzt installieren wir als erstes mal die Datei- und Druckerfreigabe, damit ich hier einen Ordner erstellen kann, den ich im Netzwerk freigeben kann, auf welchen ich dann zugreifen kann über die Windows 10 Maschine hier. Ja. Dieser Grafikkarten Preiswahnsinn, der ging auch erst richtig los mit der mit der GeForce 2. Mit der Nvidia GeForce 2 ging der Grafikkartenwahnsinn, Preiswahnsinn los. Als ich das gesehen habe, dass sie dafür ihr Topmodell für die GTS, ne, oder Ultra hieß die, glaube ich, als die dafür 900 D-Mark wollten, ich dachte mir, wie bitte? Aber bis dahin war immer die State of the Art Grafikkarte, die dickste, die rauskam. Die erste GeForce war auch schon teuer, mit knapp 600 D-Mark. Aber 900 Mark, hallo? Nee, AMD wird nicht die Nummer 1 werden, aber AMD wird irgendwie überleben. Also da bin ich mir doch schon ziemlich sicher, dass sie das irgendwie auf die Reihe kriegen, wieder ein bisschen in die Spur zu kommen. Fury ist jetzt halt leider auf dem Papier halt ein absolutes Biest, aber die Performance kriegen sie noch nicht auf dem Bildschirm. Ich hoffe ja noch, dass sie irgendwie den Treiberkniff finden oder so für die Fury X. Oder dass da halt X12 dann da tatsächlich irgendwo mal den Schub bringt, wenn da mal endlich Titel rauskommen. Ja. Aber im Prozessormarkt kann man hoffen, dass sie mit der Zen-Architektur dann zumindest sich gut annähern können, dass man auch wieder preis-leistungsmäßig sagen kann, ja, damit kannst du dann tatsächlich auch das CPU-lastige Single-Core-Spiel vernünftig spielen.
und hast halt eine gute Alternative zu Intel. Dass sie Intel mit Zen überholen, mit Zen glaube ich nicht, auf keinen Fall. Aber vielleicht können sie sich ja gut annähern und bieten eine gute, leistungsstarke CPU, die dann halt auch, ich glaube, Zen soll ja auch tatsächlich native 8-Kerner werden und Hyper-Threading machen. Also dann hätten wir ja einen 16-Threader. Das wäre natürlich auch geil. Abwarten und Tee trinken. Die schaffen das wahrscheinlich eh nicht, Zen nächstes Jahr auf den Markt zu bringen, wie sie geplant haben. Leider Gottes. Aber dafür kennt man AMD zu gut. Der Athlon 64, das war halt damals schon der absolute Burner, als der rauskam. So, ich hoffe jetzt, dass das die richtige Seite ist, die du mir rausgesucht hast, ne? Aber SR440BX, ist das die Bezeichnung, ja? SR440. Was ist denn hier mit diesem E139761? Ja, BIOS-Bezeichnung ist auch ellenlang, okay. P10 am Ende, ja. Wir laden das mal runter. Ja, Mantle ist aber abgeschrieben. Es kommt jetzt DirectX, es ist ja jetzt DirectX 12 da. Das ist im Prinzip auch halt ähnlich wie Mantle, also wesentlich näher an der eigentlichen GPU. Ach, tippe ich auf der falschen Tastatur rum. Muss ich dich hier unten nehmen. Und das hat AMD aber auch gesagt. Also Mantle hat sich dann somit erledigt. Und die gehen jetzt voll auf Vulkan, also Vulkan oder was. Nach RetroPC 23 hätte ich eingeben müssen. Und halt DirectX 12. Ja, Bullsmaker, Probleme mit Treibern kann man immer haben, auf beiden Seiten. Es ist richtig, dass zu ATI Rage-Zeiten und die ersten Radeons, die hatten keine guten Treiber. Oh, jetzt habe ich natürlich mein Alarm ist noch offen, okay. Und so, ich habe das BIOS jetzt hier drauf. Dateien entpacken, jawohl. Readme. Enter BIOS Setup, pressing F2. Bla 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 bla. Check the BIOS version to ensure that this is the new version. Bla bla bla. Wie mache ich das denn jetzt? Copy. Bla bla bla. MK-Boots. Ach, einfach BIOS. Die BIOS-Exe ausführen. Okay. C Windows Desktop 001. Ne, 80 Euro für 5,5er eingeschweißt, super. Hallo? Toppreis. So, und jetzt Auto-Exec. BIOS Update in Progress. Holy shit.
Remove Diskette and reboot the system. Wir machen es mal aus. Ja, ich hoffe ja, dass ihr mir das richtige BIOS rausgesucht habt. Ich hätte jetzt keinen Kopf mehr, das zu kontrollieren. Ich mache es wieder an, ja? Wenn Bild kommt, haben wir natürlich gewonnen. Sieht gut aus. Pentium 3500! Jackpot, Leute! Jackpot! Jackpot! Und das scheiß deutsche BIOS ist weg! Yes! Supergeil! Loading Setup, nothing happens. Nein. Hallo? Ausmachen. Das ist aber komisch irgendwie, dass er sich so beim Starten nochmal aufhängt. Yeah, unter mir wird gerade gepimpert. Ich würde jetzt am liebsten eine Kamera abseilen aus dem Fenster. Das ganze Haus wackelt wieder. Wundervoll ist das. Warum hängt er sich beim Setup auf? Hm? Loading Setup, nothing happens. Ziehen wir es mal zurücksetzen. Wobei der sich ja selber zurückgesetzt hat eigentlich. Oh, dieser Jumper, ne? Also wir haben hier ein Board gesucht, um die Frage vom Kubi-Clap mal zu beantworten. Wir haben ein Board gesucht für einen weiteren Retro-PC, der auch ein Präsent sein soll. Für jemanden, den ihr alle kennt. Höchstwahrscheinlich. F10, Default, Values and Continue. So, bitteschön. CD-ROM gefunden. Ja, kein Diskettenlaufwerk, so sieht's aus. Ein Rumschwenk. Weißt du, was mein Problem ist? Ich habe an dieser Kamera so ein HDMI-Kabel, aber die Kamera, also ein normales HDMI-Kabel, die Kamera hat aber so ein Mini-HDMI und da habe ich so einen höhenverstellbaren, flexiblen Plastikstecker dran und der hat vorhin Krack gemacht. Jetzt hängt der HDMI-Stecker nur noch an einem Flachbandkabel. Darum möchte ich ungern rumschwenken. Vom Festplatte starten, nichts passiert. Sehr gut. Wir probieren es jetzt nochmal ins BIOS zu kommen. Jetzt hat es geklappt. 1.16 Uhr, 256 MB Ramsch, Video Configuration, Primary Adapter kann ich jetzt einstellen. So, Floppy mal abstellen. IDE Controller steht auf Reserved. Was soll das denn bedeuten? Both natürlich. Audio Devices an. Ist wahrscheinlich jetzt so ein richtiges Intel BIOS, was hier drauf ist und nicht mehr dieser Medion-Kack. Power Management. Quick Boot ist an. So, genau. Ja, das Floppy stand vor der ersten HDD, darum hat er es wahrscheinlich gerade nicht gebacken bekommen zu booten. Ja, Tomb Raider 2 streamen werde ich bestimmt irgendwann. Heute nicht. Dann müssen wir eine erfolgreiche BIOS-Update-Aktion hinter uns. Boot-Failer. Findet er die Platte nicht? Muss die erstmal wieder erkennen lassen irgendwie.
Ja, die Titan Z, das ist eine. Das sind zwei Grafikkarten auf einer, wenn man so will. Ja, Autoerkennung hilft. Ein neuer Follower, Baby! Mordrag 1991. Hallöchen, grüß dich. Schön, dass du bei uns bist. So. Genau. Effektiv kann ich auch nur 6 Gig nutzen. So, jetzt aber Windows booten. Ja, bitte. Danke. Super. Passt auf, Leute. Wir laden jetzt noch die restlichen Treiber runter und ballern die gleich rüber. Jetzt habe ich den Link nicht mehr. Nein! Hat ja noch wer den Link zu dieser Intel-Seite? Weil ich habe aus Versehen ja das Fenster komplett zugemacht. Wir haben noch einen neuen Follower. Drag Me to Hell 93. Awesome. Dankeschön fürs Folgen. Jetzt erkennt er ganz viele unbekannte Geräte. Aber jetzt ist tatsächlich die Frage, wo ist dieser Intel-Link hin? Nein! Und noch ein Follower. Was geht ab? Michael 500, Dankeschön fürs Folgen. Fantastico, hier geht ja richtig die Post ab gerade. God damn it. Irgendwie geschlossene Tabs oder sowas gibt's auch nicht bei. Oder eine History bei Chrome, ich blick da nicht durch. Verlauf, kürzlich geschlossen. Na, das sind die aber nicht. Verlauf. Verlauf, da ist es doch. Ah, ja. Ja, genau. So, aber müsst ihr hier irgendwie auch nochmal auf die Top-Seite kommen, oder? Da, ja, ich hab's gefunden. Dankeschön. Ah, Retroscope, ich danke dir auch. Ich habe es hinbekommen. Ich kann einen Webbrowser bedienen. Yes! Archivierte Dokumente, das BIOS-Update, den Grafiktreiber, den laden wir spaßeshalber auch mal runter. Windows 9X. Schon wieder ein Follower. Was geht hier ab? AngerFist98. Dankeschön fürs Folgen. Audiotreiber, der ist natürlich sehr, sehr gut. Windows 95 und 98, das liest man auch gerne. Das ist ein cooles Board. Creative ist halt auch ein namhafter Hersteller für Sound und dann tatsächlich eine richtige Riva TNT. Bin mal gespannt, wie flott die ist. Wir haben ja den Vergleich mit dem Augenmeister PC. Da kann ich schöne Benchmarks machen. Und da können wir mal gucken, wer schneller ist. Ah, hier gibt es einen extra Treiber für 98 SE. Wieder ein Follower. Was geht ab? La Lena, danke schön fürs Folgen. Was ist denn hier los? Ja, mal gucken. Hier sind 512. Ey, yo. Jetzt haben sie alle den Folgen-Knopf gefunden, ne? Gamerboy. Yeah. Nudelhype, ja. Hier geht's richtig ab gerade. So, Audiotreiber haben wir. Wollen wir den für Windows NT auch noch laden? Eigentlich nicht. Irgendwie keinen Chipsatztreiber. Finde ich gerade ziemlich witzfrei von Intel. Dass die hier keinen Chipsatztreiber beigeklatscht haben. Ja, komm, laden wir den NT-Treiber auch noch. Tausend haben wir bald, ne? So, den laden wir auch noch runter. Im Ordner anzeigen. So, da ist das BIOS gewesen. Windows 9X 208. Ist das der Grafiktreiber oder was? Sehe ich hier die Dateinamen? Tatsächlich, der 208er, das ist doch der berühmte. Den habe ich doch hier auch. Das ist geil.
schieben wir das mal da rein. Oh, die Uhr wurde sommerzeitbedingt umgestellt. Haben wir jetzt schon Zeitumstellung? Oh, 4. Januar 1980. Ja, Zeitumstellung ist ja erst kommende Nacht. Ein Uhr und 23 Minuten, das passt gut. Ken Coolman, schick mir deine Konfiguration gerne mal per E-Mail an dan@ravioli.de. Dann schaue ich mal drüber und gebe dir mal Feedback. Jetzt kriege ich wahrscheinlich nichts Vernünftiges mehr auf Reihe. So, wir kopieren mal den. Ja, wir bekommen eine Stunde geschenkt. Zumindest theoretisch. Alle bekommen eine Stunde geschenkt, nur nicht die Kinder haben, weil den Kindern kannst du das ja nicht erzählen. Ihr hört bei 999 Followern auf, ja. Guter Plan. So, jetzt mache ich mir hier Ordner. Ich bräuchte die Wireless-Tastatur mal, das wäre dann viel einfacher, statt hier mit diesen Knochen rumzuhantieren. Der da so quer auf dem Boden steht. Na hier, Wireless. Grafik. Ausschneiden. Einfügen. So. Das war Audiotreiber 95. Einfügen. So. Und das war Audiotreiber 98 SE. Das ist nämlich wichtig, weil wir die SE-Version benutzen. Audio 98 SE. So, ausschneiden. Einfügen. Ich kopiere hier gerade die Windows-CD auf die Festplatte. Dann haben wir da nämlich auch Ruhe. Das ist der NT-Treiber für die Soundkarte. Der ist natürlich auch lustig. Hier auch einen neuen Ordner. Audio. Hallo? NT. Einfügen. So, wer geht schlafen? So, dan@ravioli, dan@ravioli.de, raviioli. Ravioli.de ist übrigens unsere Website, wo es auch ein schönes Videoarchiv gibt mit ganz vielen Zock-Klassikern, die man sich dort nochmal zu Gemüte führen kann. Kann ich auch nur empfehlen. Retro-PC 23. Zack, fügen wir da mal ein. Jetzt schiebe ich das übers Netzwerk auf die Kiste hier. Danke, Grinchbrite. Prior Gaming 95. Grüß dich. Ja, Knatter Uzi, gute Nacht. So, Windows CD kopiert. Sehr gut.
installieren wir mal den Grafikkartentreiber. Gucken wir, ob da wirklich eine Riva TNT drauf steckt. So. Ah, ich habe Floppy angeklickt gelassen. Dumme Idee. Das dauert jetzt. Kurz Grafikkarten und Soundkartentreiber installieren und dann muss ich auch in eine Falle. Ich bin platt. Ich hinterlasse hier ein Chaos. Pure Verwüstung. Ja, das Floppy-Laufwerk ist nicht bereit. Say what? Dahin. Schön Mainboard stapeln. So. The Nose. 001. The Graphic. Okay. Riva TNT. Immer mal den deutschen Treiber, nicht den arabischen. Der hat mir irgendwie den arabischen vorgeschlagen. Warum? Die AMD-APUs. Gibt es sehr, sehr gute dabei. Gibt es auch weniger gute dabei. Der A654K, das hört sich jetzt nach einem Einmoduler an. Ne? Zweikerner-Prinzip. Von dem würde ich ehrlich gesagt die Finger lassen. Die sind vom Prozessorteil einfach zu schwach. Die Grafikkarte ist ja ganz nett, aber der Prozessorteil ist zu schwach. Dann lieber schon zwei Moduler, der also vier Aufgaben auf einmal abarbeiten kann. Die sind besser. Ja, Grafikkarte installieren hat funktioniert. Sau gut. Riva TNT, unglaublich. Wie viel Bildspeicher hat die? 16 MB. CPU-Typ Pentium 3 Familie mit SSE, genau, die SSE-Erweiterung. Weitere Eigenschaften. Direct 3D-Einstellungen. Hier können wir jetzt noch nicht den V-Sync abschalten. Sau gut. Aber wofür gibt es Riva Tuner? Der funktioniert nämlich auch noch unter Windows 98. So, Soundkarte. Alles so ZIP-Archive von. Doppelt gezippt sind die. Doppelt gezippt hält besser. Der warnt mich jetzt hier die ganze Zeit, dass gewisse Dateien schon vorhanden sind und er die überschreiben will. Was starten wir denn jetzt? Das SB-Setup oder was? Ja, das ist Remove. PCI 128 schimpft sie sich hier. So viel zu PCI 64. Wir geben einfach mal den Ordner an. Dankeschön, Ken Coolman. Schickt er dann. Möglichst zeitnah auch eine Antwort. Nehmen wir doch mal das normale Setup. Das war der falsche Treiber, den ich genutzt habe. Sehe ich gerade. Muss er den für 98 SE benutzen.
Ein Handy gibt's wohl, ne? Was man irgendwie so aufbauen kann, wie man will. Ich weiß aber auch gerade nicht, welches Fabrikat das ist. Yeah, Soundblaster Audio PCI 128, WDM-Treiber. Sauber. Das Einzige, was bei denen natürlich ist, die DOS-Kompatibilität ist so eine Sache, ne? Aber das ist auf jeden Fall schon mal sehr nice. Ja, läuft soweit. Pauschal sehr begeistert. Sogar mit Pentium 3. Ah, der installiert hier noch irgendwas. Irgendwas blubbert der noch. Gameport-Device. Ja, der hat ja einen Gameport-Anschluss. Du gehst 15 Minuten ein Buch lesen. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht, weil ich werde jetzt gleich offline gehen. So, Lautsprechersymbol ist auch da. Jetzt habe ich keinen Lautsprecher angeschlossen, aber das sieht alles sehr, sehr gut aus. Also die zwei Sachen sind installiert. Und dann kann man im fliegenden Aufbau ja noch die Voodoos dabei stecken, mal ein Spiel installieren, gucken, ob das soweit läuft. Und dann kann man das Ganze dann auch in das Gehäuse transferieren. Ob ich das live machen werde, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Muss ich mal sehen. Vielleicht machen wir es Sonntagabend. Mal gucken. Gucken, wie ich dazu komme. Mal schauen, was der jetzt zum Ausschalten sagt, ob er es jetzt macht. Oder ob ich ihn immer noch händisch abschalten muss. Jetzt schaltet er sich selber ab. BIOS-Update sei Dank. Sehr gut. Super cool. Erfolgreicher Abend gewesen. Nur Probleme gerne doch. Ja, hat Spaß gemacht. Ich danke euch fürs Einschalten. Sehr, sehr cool. Und ich mache jetzt hier meine zweite Sonne aus, die meinen Kreislauf, meinen Stoffwechsel so verwirrt. Und sage mal, bis zum nächsten Mal. Schaltet gerne jetzt heute Abend wieder ein. Ich habe schon gelesen, Schlag den Raab läuft. Ist natürlich harte Konkurrenz für uns. Heute war ja Beards am Start. Aber ich sage mal so, wir machen das, weil es uns Spaß macht und wir mit euch so ein bisschen kommunizieren können und einfach einen schönen Abend gemeinsam verbringen können. Und das haben wir ja heute auch wieder irgendwie hingekriegt, auch wenn es eher eine Nacht war. Ich würde gerne mal ein bisschen früher anfangen, aber es ist nicht so leicht mit Kindern in der Haus. Und ich denke mal, ich tue mir jetzt auch eine kleine Regenerationsphase ein. Und morgen Abend geht es darum, Tabletop-Action mit dem Mad Cow, dem Schmettes, dem H-Fox und aller Wahrscheinlichkeit nach wird der Bersi auch mit dabei sein. Also 4 Spieler in der Haus, die dann schön die virtuelle Hände an virtuellen Karten und Spielbausteinen haben und würfeln. Und die freuen sich auf jeden Fall auch, wenn ihr mal dort mit einschalten würdet. Denn Ravioli ist ja ein 7-Mann starkes Team und nicht nur die Cracky Solo Show, auch wenn es manchmal den Anschein hat. Ich halte den Kahn halt momentan sehr steil über Wasser. Ja, also die Jungs würden sich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. E-Mail gibt's ja dann von Twitch, wenn ihr uns followt. Und ich danke euch 1000 Mal fürs Einschalten. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal dann. So, spielen wir noch ein bisschen Musik ein. Leider wieder keine Dirt-Musik, ich weiß, Mazel, es tut mir leid, aber ich arbeite dran. Das kriegen wir bestimmt irgendwann hin. Wie wär's mit was total coolem? Oh yeah. Den richtigen Player wählen. Macht's gut. Tschüss.